Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander und herzlich willkommen zu einem Unpacking mit Filmen. Ja, man beginnt wieder sich einzugrooven, man hat wieder einmal überraschend viel auf einmal in einem Monat für Filme ausgegeben. Wir sind also eigentlich wieder relativ schnell dort, wo wir aufgehört haben vor circa einem Monat, wo ich sagte, ja, der September will ich vielleicht noch übertauchen, kommt auf einmal, ja, es kommen auf einmal Releases raus, an die ich nicht vorbeigekommen wäre. Und deswegen starten wir auch wieder mit einem kleinen, aber äußerst feinen Unpacking, denn die Teile, die jetzt da drin sind, das sind ganz heiße Kandidaten auch für Mediabook des Jahres, glaube ich. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass das etwas ganz Tolles werden wird. Und deswegen fackeln wir auch nicht lange. Das habe ich nicht über irgendeinen Shop bestellt, sondern wieder einmal über einen Privatkäufer über Facebook. Ich mag das noch immer sehr gern, weil man dort auch meistens entweder auch einige Schnäppchen rausschlagen kann, beziehungsweise sind zwischendurch sogar die Verpackungen besser als bei einigen ganz großen Anbietern. Amazon, grüß dich, hallo, geh scheißen. Und deswegen haben wir hier ja doch relativ jungfräulich verpackt, sagen wir nur mit ein bisschen einer Luftpolsterfolie. Insgesamt, haben wir doch so viel geholt. Insgesamt haben wir hier 5 Media Books uns geholt, wo 4, glaube ich, insgesamt aus dem Hause Nameless stammen und eines aus dem Hause LFG. Und die Fündigen unter euch können ja jetzt raten, was ich mir aus dem Hause Nameless geholt habe. Es gab ja jetzt zuletzt ein, zwei Releases, die etwas Aufmerksamkeit bekamen von den werten Sammlern. Und einer davon ist die Nummer insgesamt 47 aus der hauseigenen Collectors Edition aus dem Hause Nameless. Ein richtig schönes Cover-Artwork mit, Schande, schaut das geil aus! Auf 333 Stück limitiert das Cover C zum Film. Die Waffen sind via Spare Parts. Ein Film, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Aber wenn ich hinten schon lese, ein Horror-Actioner vom Autor von The Colony, perfekt choreografierte Fights, gute Effekte, weibliche Bankbett auf Tour wird überfallen, gefangen genommen, unter Drogen gesetzt, das hört sich alles wundervoll an. Das hört sich nach irrsinnig großem Spaß-Action-Kino an, wenn ich schon perfekt choreografierte Kämpfe höre. Da geht mir das Messer in der Hose auf. Absolut wundervoll. Und auch, ich glaube, es ist einfach die Farbwahl hinten auch, wenn man das sieht hier mit einem leichten Gloss-Effekt. Die Farbwahl hinten auch auf dem Mediabook und generell die Farbwahl für das Mediabook schwarz, violett, bläulich. Das hat so Synthwave-Charakter und ich stehe auf diesen Scheißdreck zur Zeit. Ein schönes Ding und hallöchen, das sieht mir auch ganz nett aus hier innen drinnen. Aber ich glaube, das schauen wir uns dann ein bisschen genauer dann beim DVD-Update an. Was dann natürlich für August und September sein wird, denn ich habe auch im August ein paar Sachen bekommen. Aber ich habe nichts gekauft. Ja, könnt ihr euch also denken, was da passiert ist. Ein paar von euch sind einfach wirklich größenwahnsinnig. Haben einen Arsch offen. So, als nächstes haben wir wieder aus dem Hause Nameless die Nummer 55 mit Matt Dillon und Bruno Ganz, The House That Jack Build. Es gab dann noch ein paar, glaube ich, andere Cover-Artworks, die auch sehr cool waren, aber ich dachte mir einfach so, wenn man schon ein bisschen in der Collector's Edition schon ein paar Sachen hat, könnte man ja da auch die ein bisschen erweitern. Und das Cover-Artwork finde ich auch nicht ganz so mies, auch wenn es relativ, finde ich, unspannend ist. Aber dafür soll ja der Film selber relativ brutal sein. Horror extrem umgeschnitten. Das neue viel diskutierte Meisterwerk von Lars von Trier. Ja, Lars von Trier, viel diskutiert. Da ist, also ich glaube, der, wie heißt der Kanal?
der die Reihe der Most Disturbing Movies Ever Watched bringt, hat sich da mit diesem Film ein bisschen schon beschäftigt. Und ich bin gespannt, was hier auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gesehen, den Film. Und jetzt, ja, das sieht mir wunderschön aus. Das sieht mir wunderschön aus. Holy hell. Ach du Schande. Das kam eigentlich über Ike Media, glaube ich, raus. Ich weiß gar nicht einmal, ob es wirklich so ein brutaler Rumble um diese ganzen Filme war, wie ich es mir vorstelle. Aber wenn ich mir jetzt das so anschaue, dann kann es nur so gewesen sein. Also das kann nur so gewesen sein, dass dieses Mediabook ganz schnell vergriffen war. Also ganz, und das sieht auch einfach sowas von wunderschön aus. Die Nummer 69, John Wick 2. John Wick 2 in diesem wunderschönen, geilen Mediabook der Collectors Edition von Nameless. Leichter Gloss-Effekt, wie man hier sehen kann. Rot gehalten, leichter Comic-Stil. Es schaut hier alles so wunderschön geil aus. Das ist der absolute Knaller. I am impressed. Ich bin richtig gespannt, was dieses Mediabook so hergibt. Allein optisch jetzt hier einfach einmal nur. Von der Optik her geht das ganz, ganz schnell in Richtung Artwork des Jahres. Da kann sich der Machine Girl warm anziehen. Wobei, jetzt kommt auch der Machine Girl 2. Also, wir haben ein paar heiße Kandidaten für das Artwork des Jahres auf jeden Fall. Und das sieht mir wirklich absolut großartig aus. Das schaut sowas von geil aus. Und Nameless macht es ja nicht deppert. Nameless macht es nicht blöd. Nö. Und ich glaube auch nicht, dass es den ersten Teil schon gibt. Ich glaube eher, dass der jetzt erst dann bald demnächst kommen wird. Denn man hat jetzt einmal zunächst, ich will jetzt hier eigentlich das vorsichtig aufmachen und den äußeren Rand nicht beschädigen. Und da ist auf einmal das Plastik so widerspenstig. Das ist ganz einfach doppelt eingepackt. Grüße. Das ist okay. Okay, warum nicht? Kann man machen. Kann man machen. Zack. Zack. Ja, ich rede. Also, ich habe hier dann auch noch die Nummer 70. John Wick 3. Auch in einer sehr coolen Farbwahl. Und auch das Frontcover sieht mir sehr cool aus. Auch wenn ich ihr natürlich eher auf gezeichnete Cover-Artworks stehe, aber irgendwie diese zwei, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass Keanu Reeves oben ist oder dass es einfach John Wick ist oder ob es die Farbwahl ist oder ob es einfach nur geil ist. Oder ob es einfach nur geil ist, weil, also ganz ehrlich, this is also very wonderful und vor allem hinten auch hier mit diesem leichten, mit diesem coolen Gloss-Effekt oben, damit John Wick schön raussticht. Super, super schön und ich bin richtig, also ich kenne, noch nicht kennt meine Filme, aber ich bin gespannt, was die Mediabooks trotzdem hergeben. Und zu guter Letzt haben wir aus dem Hause LFG im Double Feature Crank 1 und 2 mit Jason Statham. Über diese Filme braucht man glaube ich nicht reden. Die sind einfach absolut großartig, absolut grenzgenial. Die Bilder hier drinnen sind jetzt zwar ein bisschen sehr verpixelt, aber das sieht trotzdem relativ. Die einzigen Spielverderber waren da die Produzenten waschlappen, die alle das Skript von Neville Dean und Taylor vorgelegt bekamen, es abfährten und dann ganz schlappschwänzig erklärten, dass sie beim Lesen richtig Spaß hatten. What the fuck, was geht hier in dem Booklet ab? Das hört sich schon immer richtig lustig an. Der Dreh
Der Weg zu Crank 2. Oh, das hört sich, glaube ich, doch schon ganz nett an. Ich bin gespannt, mir dieses MediaBook durchzusetzen. Das hat ein bisschen eine rauere Oberfläche als die Nameless. Ist eher simpel gehalten. Am Anfang wollte ich das Ralf Krause Artwork haben, jedoch ist das ein wattiertes MediaBook und ich sammle keine wattierten MediaBooks. Ich fange auch jetzt nicht damit an. Ich habe es auch geschafft, dass ich wieder davon absehe, dass ich mir Steelbooks kaufe werden, weil not my cup of tea. Aber das hier, das ist mein Cup of Tea, definitiv. Ein paar neue MediaBooks aus dem Hause Nameless und aus dem Hause LFG, um quasi wieder den Reigen der Filme, des Filmesammels zu eröffnen für den Rest des Jahres. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auf jeden Fall bis die Tage.